Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Bei diesem Orakel stellen wir die drei wichtigen Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Erstmal schauen wir an seinen Gedanken und das sehen wir hier oben und unten. Dieser Herrscher kann bedeuten, er beherrscht seinen Gedanken, aber kann auch bedeuten, dass jemand ist in seiner Umgebung und versucht, über ihn zu herrschen. Und ich denke, das ist der Fall, weil hier sehen wir, er schaut in eine neue Richtung. Und dieser Stab hinter seinen Rücken kann dieser Herrscher sein. Und er zeigt Rücken für diese Person und in seiner Hand ist dieser andere Stab und bedeutet das Feuerelement. Er zeigt Kraft und Mut, schaut in eine andere Richtung. Er wird auch aktiv sein und er handelt. Und in seiner Nähe ist nochmal ein Stab und das symbolisiert dich. Er berührt dich noch nicht, aber du bist in seiner Nähe und er wird diese Person, das kann ein Mann sein, kann auch eine Frau auch sein, wird Rücken zeigen. Und seinen Gefühlen sehen wir hier, er nimmt dieses Schwert auch in Hand und bedeutet die Luftelement. Er befreit sich von diesem Kontakt. Dieser Schwert bedeutet auch klare Entscheidungen treffen und auch Kommunikation. Er hat schon Pläne und Ideen, er kommt auch entgegen. Er möchte mit dir sprechen, er zeigt seinen Gefühlen, aber er fragt dich dann, was soll ich jetzt tun? Weil er selbst ist unsicher. Er weiß nicht, was passiert dann, wenn ein Schritt nach vorne geht, obwohl er ist bereit für einen Neuanfang. Bleibt dieser sichere Boden unter seinen Füßen oder stürzt in der Tiefe? Das kann seine berufliche Umgebung sein, dass jemand versucht, ihm immer etwas befehlen. Er orientiert sich neu, er möchte hier einen Vertrag unterschreiben, aber er hat Angst, wenn er jetzt kündigt und er neigt dazu, weil mit diesem Schwert trennt etwas, was passiert dann? Er braucht dein Rat. Diese Karte hier bedeutet ein Neuanfang, eine neue Richtung. Das kann auch beruflich sein, aber wirkt auch auf die Liebepartnerschaft, weil dieser Kelch symbolisiert die Gefühle. Und was wird er tun, das sehen wir hier. Was dich betrifft, hast du schlaflose Nächte. Du grübelst zu viel. Aber von seiner Seite aus kommt Annäherung. Er ist offen, seinen Gefühlen zu zeigen und diese Einhörnchen bringt Glück. Das Glück liegt hier auch, weil die Sterne bringen auch Glück und auch Vertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Was ich in diesem Karte liebe, das ist Wasser und Erde. Wasser symbolisiert die Gefühle, die Wünsche, die Sehnsüchte, die Vorstellung. Und die Erde ist schon die Realität. Also dieser Traum wird wahr, liegt Glück dabei. Und die schlaflosen Nächte gehen dann zum Ende. Jetzt schauen wir an, was zeigen noch die Karten.
kommt entgegen, setzt etwas in Bewegung, kommt eine Annäherung. Dieses Herz bedeutet die Liebe. Hier sehen wir auch seinen Gefühlen. Er kommt, weil er dich liebt. Und das wird er auch zeigen. Etwas geht zu Ende. Diese Situation, wo bei ihm jemand herrscht und versucht, über ihn zu herrschen. Also das geht zu Ende. Hier kommen Ideen. Das möchte er mit dir schon besprechen und beendet das. Das kann seine Arbeit sein, dass er wirklich kündigt. Oder wenn er noch in einer Beziehung ist, dann kann auch bedeuten, diese Karte, er beendet diese Beziehung. Er steht hier im Mittelpunkt und jetzt sehen wir wieder, er überreicht diesem goldenen Kelch und das symbolisiert seinen Gefühlen. Er wird diese Schlüssel in Hand nehmen und schließt etwas ab. Entweder seine Arbeit oder noch eine bestehende Beziehung. Und er wird mit dieser Schlüssel auch Offenheit zeigen in deine Richtung. Und die Sonne scheint. Er möchte dich sehen, es klärt sich viele Dinge auf, bedeutet auch die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Auch wenn etwas noch undurchschaubar scheint, hier liegt die Sonne, kommt Klarheit und auch Glück. Und dieser Blumenstrauß bedeutet deine Schönheit, deine Kreativität, deine schöne Umgebung und ein Geschenk oder eine Einladung. Und seine Gegenwart er möchte dir schreiben oder erwartet, dass du schreibst. Dieser Brief kann aber Verträgen auch bedeuten, dass er kündigt und kommt ein neuer Arbeitsvertrag. Und dein Gegenwart? Hier, dieser Fuchs bedeutet eventuell negativen Gedanken oder negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel, aber kann eine falsche Person auch sein. Und diese falsche Person ist nicht er, sondern jemand anderen in deiner Umgebung. Das kann jemand von Familie sein oder eine Kollegin sein oder eine falsche Freundin kann auch sein. Und das war dieser Orakel. Es besteht die Möglichkeit, dieser Liebesorakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.